Yeah, wir sind wieder zurück mit Naruto vs. Take. Die zweite Staffel für euch mit am Start. Der glänzende Sieger wieder mit dabei. Natürlich auch in Season 2 werde ich wieder ganz easy gewinnen gegen diesen Lauch hier. Und da freue ich mich auf diese zweite Staffel. Es wird noch casualiger, es werden noch einfachere Spiele gespielt als vorher. Und damit wird es zumindest eine kleine Chance für Silvano geben, dass er vielleicht mal gewinnen kann. Aber ja, vielleicht hat er auch noch was zu sagen oder er ist immer noch traurig von damals. Also die Staffel 2 steht auf jeden Fall unter dem Motto, die Rache wird fürchterlich. Also alle, die wirklich den Dennis mal leiden sehen wollen, ob es jetzt eine Woche nur von Harzer Roller ernähren ist oder sonstiges, drückt mir auf jeden Fall die Daumen, ich kenne keine Gnade. Und ja, wir fangen auch direkt mit einem passenden Dirndl-Spiel an, muss ich schon fast sagen. Denn das ist so ultimativ nicht straight. Robot Unicorn Attack wird unser erstes Spiel sein. Ich habe das vorher noch nie gespielt, habe es aber oft schon gesehen. Habe gerade ein, zwei Probegames gemacht. Du hast es wohl schon ein paar Mal gespielt. Aber ich vertraue natürlich meinem Grundskill da, dass das ganz easy wird. Ich werde natürlich am Ende dieser Staffel, Best of 9 wird wieder gespielt, also der als erstes 5 Siege hat, wieder eine fürchterliche Strafe auf einen von uns beiden zukommen. Ihn? Und ich bin gespannt, was es diesmal wird. Ich werde mir natürlich ganz üble Sachen auch überlegen. Letztes Mal lief er 2 Tage im Dirndl rum und hat sein Leben so verbracht. War schon ganz gut. Ich glaube, es geht noch böser. Und bin gespannt, was da so geht. Es hätte auch so ein Cocktailkleid sein können, das wäre schlimmer gewesen. Danke für die Idee. Tja, Robot Unicorn Attack. Was mich interessiert dieses Mal, spielt mal selber mit. Das Spiel kann jeder spielen, sucht einfach bei Google. Und ihr werdet unsere Highscores hier sehen. Das Spiel wird so ablaufen. Er wird eine Highscore aufstellen, ich muss die brechen, maximal 6 Versuche. Wenn ich es schaffe, dann hat er wiederum 6 Versuche. Und solange bis einer nicht mehr schafft, ich bin gespannt, ob es schnell zu Ende ist oder ob es ein bisschen länger dauert. Und ich will eure Highscore wissen. Also, wenn das Video online ist, schreibt doch einfach in den Chat, in die Comments, was ihr so geschafft habt. Bin ich sehr gespannt. Ich würde sagen, wir legen los, oder? Jawohl. Ab geht's hier. Partie läuft. Junge, Junge, Junge! Stirb! Ich habe gerade so das Gefühl, ich würde dich gerne beeinflussen, aber ich würde am liebsten die Hand weghauen oder so. Dash X, was ist das? Das habe ich noch nicht gehabt. Und das haben wir da schon wieder heimlich geübt hier, das Spiel. In Paradise. Stirb, Junge. Boah! Nein. Ja! Jetzt nehmen wir euch brechen. 5000, das schaffe ich. Also, da war der Dash zu früh. No. Okay, ich habe maximal 6 Versuche, ne? Ja. Junge, 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 Junge. Da klopft richtig das Herz, Junge. Wie bei Quake. Nee, Unreal Tournament. Oh nein, was. Den will ich haben. Hey, nein! Ja! Ey, ich hab aber Scheiß-X getrunken! Naja, ich habe ja mehrere Versuche. Ey, was war das denn für eine Scheiße? Sag mal, sterben die Versuche auch oder hast du beim nächsten Mal dann wieder 6? Du hast wieder 6. Ah, das ist ja. Nein, er sagt nein. Das war schon. Nee. Einer ist schon weg. Ah nein, aber. Ach so, man kriegt nicht immer neue 6 Versuche? Oh, da habe ich die Regel noch nicht ganz verstanden. Sick! Uiuiui. Nein! Ja! 4 nur noch! Wie schlecht! Ah! Stirb! Stirb direkt beim ersten! Ich dachte, ich komme über diesen Scheiß Stern, ich wollte kein Risiko eingehen. Stattdessen bin ich ein Risiko eingegangen. Oh! Oh ja, ja, ja. Komm her, Junge! Oh mein Gott! Man sieht halt auch nicht immer, was da passiert jetzt. Was, wie viele Punkte hat es nochmal? Über 5000. Wow! Oh nein! Ja! Nein! Nur noch 3! Ey, vorhin habe ich sogar schon easy. Ah nein, ich hatte sogar vorhin schon ohne Übung 10.000. Jetzt bin ich bei 3.000. Wie schlecht ist das denn? Ja, 10.000, wenn du alle zusammenberechnest. Oh. Oh, das war schon wieder knapp. Oh mein Gott! Oh mein Gott! Oh, das klappt! Junge, Junge, Junge! Nein! Ja, wie dumm! 2! Was ist los mit dir? Kann nicht mein Ernst sein, die Nervosität hier. Oh mein Gott! Oh mein Gott, ich habe fast die falsche Taste gedrückt. Ich hatte Y oder so in der Hand. Boah, das Spiel ist nichts für mich. Boah, der hält den Druck weniger stand als Brasilien, Freunde! Was ist los? Scheiße! Das ist der Druck eines Gewinners, aber sieht gerade gut aus. Oh, oh, oh!
Oh, da schlägt er die 5000. Verdammt! Oh, oh, fuck, er legt doch noch richtig vor. Oh, Junge, gib Gas! Oh, das ist nicht gut. Junge! Rast aus! Oh, das war 10.000. Nein! Junge, es läuft! Wo geht's? Nein, nein! Oh, fuck. 12.000. Warte mal, ah, ich hab 12.344 für einen Durchlauf. Scheiße. 12.344. Kannst du dir das merken, so eine hohe Zahl? Ja, weiß ich nicht. Das wird schwierig, das ist ja schon fünfstellig. Oh, ich zitter! Junge, 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 Junge! Komm, Junge, gib dir keine Mühe. Nicht nervös werden, das ist ganz wichtig. Lass nicht, ei. Wenn du zu spät da drauf drückst, ne, dann haut der Stern hier einfach um. Da war es schon wieder fast so weit. Junge, was ist mit dir los? Du hast doch geübt! Eieieiei. Der ist nicht schlecht in dem Scheißspiel. Boah, ihr leckt mich doch. Nein, er hat mich schon. Oh, fuck. Fuck, ja. Party in the USA, Freunde. Aber du hast nur noch zwei Versuche. Zwei Versuche, aber 15.000. Vielleicht, wer weiß. Hey, hey, jetzt geht er schon los. Oh, jetzt nicht nervös werden, ne? Unter dem Druck. Pass auf, Junge. Als Maul, da wär's beinahe weg gewesen. Boah, kannst du das Chaos spielen? Nein, nein, nein. Junge, ich hab so eine Angst. Frag mich mal. Nein! Ja! Nein! Ein Versuch! Ah, Junge, lappenhafte Scheißleistung! Wow! Oh, Scheiße! Oh mein Gott! Die Spiel ist nichts für mich! Nähert sich, das ist nicht gut, da springen schon die Delfine, Junge. Nein! Yeah! Das ist doch nicht mein Mit Ernst, zwei Junge. Versuchen! Scheiße! Easy! Easy! Leichtester Sieg meines Lebens! Oh, so eine Scheiße! Mann, ich hätte den ganzen Tag über diese Spielsuchten jetzt! Ich arbeite nicht mehr bei TechTV ab jetzt. Aber jetzt wird nur noch Robot Unicorn Attack gespielt, damit mein Ego wieder irgendwann sich ganz normal anfühlen kann. Hero, Freunde! Ein Hero! Ach. Lappenhaft. So wird das nur aussehen diesmal. Das war reines Glück. Die Musik hat mich abgelenkt. Wird eigentlich das nächste Spiel schon verraten? Nee, das wird schon wieder nicht verraten. Ja, was soll ich dazu sagen? Das war... Das sind Spiele für Babys, weißt du? Das ist klar, dass er da gut ist. Scheiße, was anderes fällt mir nicht mehr ein. Ich bin geschlagen. Ach, Kacke, ey. Du kannst nur erwähnen, wie hart du geschlagen wurdest. Du hast 6 Versuche gebraucht, hat nichts gebracht. Kacke, ey. Ja, GG. Gerade zum ersten Sieg. Aber vergiss nicht, beim letzten Mal hat er auch 1-0 geführt. Und dann hat er richtig hinten reinbekommen. So, in diesem Sinne, schaltet wieder bei uns ein. youtube.com/TakeTV, seid neuestem auch mit am Start. Da seht ihr bald auch Staffel 2 und natürlich auch Couchgeflüster und noch viele neue Sachen. Wir sind also bald wieder für euch regelmäßig da. Also viel Spaß und ja. Rache ist fürchterlich.